ich denke mir, dass wir ein gutes Team haben, dass wir eine gute Teamzusammensetzung haben. Wir haben eine gute Mischung zwischen einer erfahrenen Spielerin, mit der Sandra und mit der Grit, aber haben auch sehr viele eben fast im gleichen Alter mit jungen Spielerinnen halt, die auch Potenzial haben und die sozusagen fast auf einer Ebene sind. Und dass wir uns da gegenseitig, wenn es schwierige Situationen waren, eben auch mal gut wechseln konnten, dass wir uns da ergänzen konnten. Und ich denke mir, dass das ein gutes Team ist, dass wir da nicht überragende Spieler haben, aber generell eine gute Mannschaft haben. Wir haben schon mehr erreicht, als wir erreichen wollten. Wir wollten natürlich noch ins Cupfinale halt, wo uns dann Königs ein bisschen kalt erwischt hat. Aber gegen Bolero können wir eigentlich ganz locker und unbeschwert ausspielen. Wir wollen natürlich schon unser Heimspiel nutzen dazu, um wenn wir sie ärgern wollen und wenn wir eine Chance haben zu gewinnen, dann wollen wir versuchen hier. Aber man kann das natürlich nicht immer planen halt. Bolero ist schon dominant, aber wenn nicht in diesem Jahr, wann sonst? Also die werden immer stärker werden. Wir haben ja wieder Ziele in den nächsten 3 Jahren der Champions League und gewinnen. Also wenn wir eine Chance haben, dann in diesem Jahr halt. Aber generell kann ich sagen, wir haben schon super, eigentlich sind wir schon Sieger der Herzen. Wir haben so viel erreicht in diesem Jahr, also mehr als wir uns eigentlich erhofft haben. Und wir müssen auch nicht traurig sein, wenn die uns sozusagen 3-0 aus der Halle jagen, weil wir einfach mit dem zweiten Platz schon sehr, sehr viel erreicht haben. Wir müssen die anderen unter Kontrolle haben. Die Nancy werden wir nicht unter Kontrolle haben. Die wird ihre 30 Punkte da machen. Aber wir müssen versuchen, halt gegen die anderen Spielerinnen gut zu blocken, gut zu verteidigen halt. Und müssen eben, wir können eben nur, wenn wir überhaupt eine Chance haben, dann müssen wir unsere Stärken einbringen. Das ist halt im Aufschlag halt und im Gegenangriff und Counterattack, dass wir da unsere Möglichkeiten suchen. Und dass wir eben da im Vergleich nicht zu heute weniger Fehler machen, weil es natürlich klar wird, dann so viel, das wird ausgenutzt natürlich mit dem Bolero halt. Da sind sie einfach dominant. Aber wichtig ist unser Aufschlag halt, unser Gegenangriff, dass wir da unsere Chance nutzen und unser Heimrecht hier sozusagen, dass wir dieses eine Spiel sozusagen alles auf eine Karte setzen und wenn nicht hier, wann sonst. Ja, ich bin hier erstmal sehr, sehr zufrieden hier. Ich kann ja wirklich sehr gut arbeiten, habe hier sehr gute Bedingungen. Ist ein großer Unterschied zwischen Könitz und Kantischerfausen halt vom Arbeitsklima, vom Arbeitsverhalten her. Wir haben hier ein sehr gutes Team, auch im Umfeld halt, die geben sich sehr große Mühe. Also macht einfach sehr, sehr viel Spaß und ich kann natürlich davon profitieren, dass aus den 4 Jahren in Könitz diese Erfahrung, die ich gesammelt habe, im Schweizer Volleyball, ich bin also nicht neu, also ist einfach, ich kann das einfach nutzen, kenne viele halt und ist schon ein großer Vorteil, denke ich mal.